Hallo, ich bin Sandra Fenzel von Pferdeinsider.com, ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und auch Trainerin. Und ich möchte heute wieder mal eine Frage beantworten, die wir über unseren YouTube-Kanal bekommen haben. Und zwar die Caroline hat gefragt, was ist eigentlich das Problem, wenn man ohne Sattel reitet? Kann man dem Pferd damit Schaden zufügen oder ist ohne Sattelreiten okay? Diese Frage bekomme ich immer wieder, kann ich mein Pferd ohne Sattel reiten, mache ich dem Pferd Probleme, ja oder nein? Und wie bei vielen Sachen ist die Antwort, es kommt drauf an. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, was einen sehr guten runden Rücken hat, ja, was viel Muskulatur hat und gut auftrainiert ist, sodass die Wirbelsäule eben tendenziell nicht hervorsteht, sondern vielleicht sogar tiefer ist als die Rückenmuskulatur. Man sieht das oft eben auch bei gut gerittenen Barockpferden, ja, oder eben auch bei Kaltblütern, die wirklich so einen schönen runden Rücken haben und generell natürlich auch relativ kräftig sind. Dann ist das meist kein Problem. Wenn man jetzt nicht gerade Wanderritte oder so macht, wenn man hin und wieder mal ohne Sattel reitet, dann ist das fürs Pferd meistens okay. Problematisch wird es vor allem dann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Pferd hat, was sehr jung ist und noch sehr wenig Rückenmuskulatur hat oder eben vielleicht auch ein altes Pferd oder vielleicht auch ein Reha-Pferd, was eben wieder auftrainiert werden muss. Bei Pferden, die eben wenig Muskulatur haben und dementsprechend die Wirbelsäule sehr hoch steht, macht man dann einfach punktuellen Druck auf den Bereich der Wirbelsäule, wo man im Endeffekt tatsächlich drauf sitzt. Und das kann natürlich schon dem Pferd unangenehm sein und auch wirklich diese Wirbelsegmente blockieren und eben auch zu Schäden führen. Generell ist natürlich ein perfekt angepasster Sattel das Optimum, weil ein Sattel ist ja tatsächlich dazu da, den Druck des Reitergewichtes optimal zu verteilen. Nur manche Pferde haben eine schwierige Wirbelsäule bzw. haben generell auch einen schwierigen Rücken und dementsprechend ist es nicht ganz einfach, einen optimal angepassten Sattel zu finden oder auch einen guten Sattler, der das wirklich auch optimal hinkriegt. Da muss man eben immer abwägen, was ist für mein Pferd jetzt die ideale Möglichkeit. Ich habe ja auch ein paar Videos zum Thema Fellsattel gemacht. Manchmal ist tatsächlich so ein Fellsattel eine gute Übergangsmöglichkeit auch mal. Oder eine ergänzende Möglichkeit, wenn eben gerade kein guter Baumsattel zur Verfügung steht oder passt. Ja. Wenn man jetzt eben gerade die Situation hat, dass man keinen gut angepassten Baumsattel findet, weil der Rücken im Aufbau ist oder weil er gerade ein bisschen schwierig ist, dann kann vielleicht auch ein Fellsattel eine Übergangslösung sein, die ein gutes Ergebnis bringen kann. Ja. Aber auch hier muss man nämlich also genau schauen, ist es fürs Pferd akzeptabel, ist die Druckverteilung, die natürlich besser ist als beim ohne Sattelreiten, aber schlechter ist als im Vergleich zum gut angepassten Baumsattel, muss man mal schauen, ist die Druckverteilung fürs Pferd okay. Ich habe dazu ein paar Videos auch gemacht und es gibt ja auch auf unserem Blog bei pferdeinsider.com einen Artikel mit Druckmessungen zum Thema Fellsattel. Da sieht man sehr schön eben auch die Druckverteilung oder eben auch nicht die Druckverteilung bei manchen Pferden und Reiterkombinationen. Schaut euch das gerne mal an, weil das kann man eigentlich auch ganz gut übertragen auf das Reiten ohne Sattel. Also zusammenfassend, wenn du einen guten runden Rücken hast bei deinem Pferd, dann ist hin und wieder mal ohne Sattel zu reiten wahrscheinlich kein Problem. Natürlich Wanderritte oder jetzt wirklich regelmäßiges Training ohne Sattel sind nicht ideal, weil einfach die Druckverteilung von deinem Gewicht sehr punktuell auf die Wirbelsäule des Pferdes kommt und auch auf die Muskulatur des Pferdes. Aber manchmal ist es einfach zum Spaß auch schön, direkten Kontakt zu dem Pferderücken zu haben. Also auch ich reite manchmal ohne Sattel und es macht uns viel Spaß und habe auch noch nie ein Problem damit gehabt. Aber bei Pferden eben mit hochstehender Wirbelsäule kann es schon sehr schnell zu Problemen führen. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet, liebe Caroline. Ich freue mich, wenn ihr den YouTube-Kanal bei uns abonniert und freue mich auch schon aufs nächste Mal. Bis bald, eure Sandra.